Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Tanukis. Entschuldigung, dass das Mikro sich jetzt verschoben hat. Mein Stadtmikro hat sich gerade ein bisschen, bin ich mit der Maus gegengekommen. Ja, wir sind jetzt hier für die tägliche Erkundung am Montag und da fangen wir halt hier in Klandia an. Holen uns jetzt erstmal wieder ein Bestimmungsinstrument dafür. Ich habe zwar eins, aber das ist halt eigentlich für was anderes. Das wird später benutzt. Jetzt wird erstmal ein neues gekauft. Für später für die 100 Mal auch voll. So, Bestimmungsinstrument wird angelegt. Und jetzt wird auch erstmal dazu mitgesagt, ich werde hier nicht vernünftig richtig buddeln. Klar, ich werde das Glitzerzeug suchen und werde dann aber die falsche Farbe klicken. Geht wesentlich schneller und einfacher, um die Daily TP fertig zu kriegen, als wenn ihr hier richtig buddelt und guckt, wann die einzelnen Sachen fehlerhaft, neuwertig, dreimal kamen. Ihr könnt auch so ein Pech haben, dass erst nach dem 10. Mal ihr damit fertig seid. Deswegen meine Empfehlung für die Daily TP, reicht es vollkommen, wenn ihr dreimal falsch macht. Und für alles andere einfach ganz normal richtig machen. Als nächstes geht's nach Roten Hügel. So, auf nach Roten Hügel. Aber ich denke mal, hier laufen wir ein bisschen, weil der Weg schöner ist. Wie gesagt, wenn ihr viel auch über die Maps laufen tut, erfahrt ihr auch immer mehr über die Maps, wisst mehr, wo Sachen sind, wo Sammelitems rumfliegen und. Deswegen empfehle ich euch eigentlich, lauft auch oft über die Maps und nicht nur mit automatischer Wegfindung, die euch Aura auch gibt. Halt, weil ihr dann irgendwo hingeklickt habt und sagt, da. Ich sag gerade, wenn ihr die Daily TP oft macht, werdet immer mehr mit den Orten bekannt gemacht und lernt sie immer mehr kennen und wisst dann immer mehr, wo was wie ist. Das ist halt auch genau wie wenn ihr die Kuriositäten und Gespräche sammelt oder halt hinterher seid. Lauft quer über die Map, scrollt ziemlich weit raus, dass ihr halt so viel wie möglich sehen könnt. Dann könnt ihr halt super und viel, viel besser das bei den Gesprächen zum Beispiel das goldene Sprechbläschen finden über deren Köpfe. So, jetzt geht's weiter nach Tfabat. Da können wir direkt hier den Bogen drehen. Ich wollte jetzt eigentlich zum Porter zurück, aber hey, warum? Da kann ich doch auch lieber hier so lang laufen. Das geht wesentlich einfacher. So. Und so kommt ihr halt einfacher von A nach B nach C. Entschuldigt. Aber wie gesagt, menschlich. Sauerstoffmangel muss gehen. Noch keine Maschine. Ich wurde noch nicht zur Maschine umoperiert. Und ja, dann mal weiter. Und wieder falsch buddeln. Und noch einmal. Wo haben wir Glitzer? Wo haben wir Glitzer, Glitzer, Glitzer? Ja. Ich sag, normalerweise sind meine Instanzenklamotten halt andere. Das sind dann immer meine privaten, somit. Wenn ich normal spiele. Hier habe ich ja schon in meinem Hausvideo gesagt, das unter den Aura Kingdom Info-Videos ist, weil das halt auch wirklich viel Erklärung zur Info hat. Und diese Daily TP ja eigentlich auch Infos sind für euch und viel Erklärung.
Aber die sind halt speziell, weil es sind die Daily TP. Ich mache das halt, damit ihr wisst, wo ihr Treuepunkte habt. Ihr könnt auch hier auf den Minimaps, bevor ihr euch hinportet, immer dann rechts sehen, wo das Buddeln ist. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch nochmal umentscheiden. Ah, nein, ich sehe auf der kleinen Karte, wie ich hier in der Vorschau zum Hinteleportieren sehe. Die ist hinten bei der Instanz. Dann portet man sich zum Beispiel hinten in der Nähe der Instanz hin. Wenn man das aber schon weiß, dann macht man das schon automatisch. Wie gesagt, Archäologieren ist doch sehr wichtig für eure Eidolons. Es gibt Eidolon-Wünsche, wie ich jetzt momentan bei Faust habe, aber Faust hat das nicht ganz so krass wie andere. Dass ihr Sachen sammeln müsst, also 15 erstklassige Mana-Parasiten will zum Beispiel Faust. Es gibt aber auch andere, die wollen 25. Das ist eine langwierige Sache, das zieht sich. Und ihr seht, wir haben das nicht. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, deformierte Überreste und Grabbeigaben, das sind zwei Sachen, die Eidolons haben wollen. Also da solltet ihr wirklich dann auch buddeln. Ihr müsst euch natürlich nur entscheiden, wo, weil ihr ja nicht sofort alles ausbuddeln könnt. Also ihr kriegt jetzt nicht mal eben beim normalen ganz, ganz. Entschuldigt, ich habe mich gestreckt dabei. Da muss ich direkt wieder gehen. Beim ganz, ganz normalen Buddeln kriegt ihr da nicht 25 Erstklassige raus. Also ihr könnt mal, wenn ihr super Glück habt, echt 7 am Tag bekommen. Hatte ich auch schon mal. Ihr könnt aber leider auch weniger bekommen. Ich habe es zum Beispiel gemerkt, meine Mom hatte in letzter Zeit oft Glück. Die hat schon super gut die ansammeln können. Ich hatte meist auch schon eher super, super Pech, dass ich halt einen Tag nur eine oder gar keine bekam. Deswegen, ich habe da wirklich lange dran gehangen, gerade weil das wirklich viele Eidolons sind, die unterschiedliche Sachen wollen. Aber halt wirklich erstklassige deformierte Überreste und erstklassige Grabbeigaben wünschen sich Eidolons von euch. Das heißt, montags ist zum Beispiel so ein Tag, wo ihr für Eidolons sammelt. Das gleiche gilt aber auch für Energiekern, ist auch mit erstklassig damit verbunden und und. Auf jeden Fall melde ich mich halt auch zwischendurch, was die Sachen wollen. Vielleicht mache ich auch mal, dass ich mir nach und nach, das wird zwar schwierig wieder für mich, zumindest eine der Sachen zusammensammle und euch sage, wie viel sie insgesamt brauchen, weil ich euch das bei mir wirklich leider nicht mehr zeigen kann, weil ich, wie gesagt, bei mir schon viele überarbeitet, also fertig habe. Von den Wünschen her und ich jetzt nicht noch mal jedes Eidolon mir auf einem anderen Account hole und euch das noch mal einzeln zeige. Dafür gibt es auch eine schöne Tabelle, die ich euch auch verlinken werde. Aber ich denke mal, dass ich euch wirklich mal ein Tutorial-Video genauer über die Eidolon-Wünsche mache. Ich habe auch schon in meinem Haus erwähnt, was Eidolon-Wünsche so ein bisschen bringen. Und ja, das ist halt wirklich einfach, um euch selber zu boosten. Und halt für Erfolge auch. Wodurch ihr dann auch immer Treuepunkte bekommt. Das sind halt so Sachen, da müsst ihr selber halt gucken, wie ihr das handhabt, wie ihr das macht. Es gibt auch viele, die sagen, nee, ich habe keine Lust, allein weil auch viel PvP dann von euch verlangt wird. Also, dass ihr die Fight Club macht. Da habe ich es halt auch erwähnt im Fight Club. In einem älteren Video, das halt leider ein bisschen verschwommen geworden ist. Aber wie gesagt, es ist natürlich anstrengend und Fight Club ist aber kein Thema, zumindest an die PvP-Rüstung und dann macht ihr halt auch Ruinengewölbe für eure PvP-Waffe, die die Eidos von euch verlangen. Dann geht das eigentlich. Natürlich könnt ihr euch auch für viele, es gibt ja auch viele Leute, die schreien ja auch oft in den Chats dann, dass sie Leute für PvP suchen, kommt schon, joint, PvP, bla bla. Ihr könnt versuchen, euch dann da eure Punkte zusammenzukratzen.
was ziemlich schwierig meist wird, weil das PvP nicht immer so ausgeglichen ist. Also ich werde auch dann mal, wenn ich PvP mache, da werde ich halt aber auch mich soundmuten, Musik dann halt auch anmachen, auch etwas lauter sogar diesmal. Und werde halt euch ganz gemütlich dann zeigen, wenn ich wirklich wieder stark intensiv PvP spiele, wie ich da daran teilnehme. Wenn ich manchmal nicht dran denke, weil zu spät oder nicht drüber nachgedacht, dann kann das sein, dann tut es mir leid. Ah, hier ist noch ein anderer Spieler, der hat es bekommen. Da ist auch schon wieder ein anderer Spieler. Jetzt sind immer da, wo ich hinlaufe, ist ein anderer Spieler gewesen jetzt, aber naja, passiert. So, haben wir auch geschafft. Jetzt geht's nach Mortinger Hafen. Die 5 und dann geht's halt zum letzten Bereich. Und ja, dann warte ich halt einfach gemütlich ab. Weil, warum ich nicht zu Ende bote, liegt an meinen Schutzis, die ich habe, weil ich mit denen nachher buddeln muss. Und da möchte ich halt die Punkte noch übrig haben. Wir haben gesagt, Mortinger Hafen ist jetzt auch nun dran. Deswegen, ich weiß auch, dass ich viel A sage, das ist bei mir irgendwie auch immer so, wenn ich normal rede. Also wer mich kennt, der weiß das ganz genau, dass ich oft sage. Vielleicht kommt das im Video für viele unprofessionell rüber, aber das ist meine Art, so bin ich. Ich bin so eine, die oft sagt und dann nochmal durchgeht, was sie gesagt hat und das dann nochmal so im Zusammenhang packt. Damit ich halt meinen Faden nicht verliere und damit ich halt den Zusammenhalt zu meinen Sachen nicht verpasse, was ich selber gesagt habe. Deswegen irre ich sehr viel und hole auch immer gern schon mal tief Luft und im Moment versuche ich gerade nicht zu schnell zu reden oder allgemein versuche ich in den Videos nicht zu schnell zu reden, weil ich normalerweise schneller rede. Wesentlich schneller. Und das kann dann schon mal so dazu führen, das weiß ich von meinen Großeltern, dass man mich nicht richtig versteht. Und ich undeutlich für euch bin, deswegen versuche ich halt hier halbwegs normal mit euch zu reden. Was ist denn da? Ist es. Wir sind jetzt auch fast fertig mit den Daily TP. Wie gesagt, Dimensionskorridor werde ich später dann laufen. Das ist der 65er übrigens, das liest man schon eigentlich am Wort. Da stand ja Harmonist, aber das zeige ich euch gleich auch nochmal. Wie gesagt, ihr erkennt schon am Namen, lest ihr das und halt einfach. Geht ihr wirklich, kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, welcher DK, geht zu einem DK hin, also zu einem Dimensionskorridor, nehmt einen Schlüssel schon mal ruhig mit, rennt gegen das Portal und lest, welchen Bossnamen die haben. Dann wisst ihr es sofort. Aber ich kann euch jetzt schon mal im Vertrauen sagen, es gibt nur 2 Dimensionskorridore bis jetzt. Ob sich das nochmal ändert, werden wir sehen. Aber bis jetzt gibt es nur 2 Dimensionskorridore, die für die Daily TP da sind. Wo ihr euch täglich eure Treuepunkte abholen könnt. Ja, wie gesagt, es gibt gerade durch Erfolge und viele, viele Erfolge immer noch die Möglichkeit, an Treuepunkte zu kommen. Durchs Angeln der Wunderwürfel kriegt ihr Treuepunkte. Durchs Mithauen der Weltenbosse auf Gaia und Schnee und der normalen Weltenbosse, also der anderen Weltenbosse, also allgemein der Weltenbosse oder Gebietsbosse, kriegt ihr TP, kriegt an vielen Stellen TP und das ist halt eigentlich so eure Gratis-Fahrschein zu vielen Sachen. So. Und damit sind wir auch fertig. Und deswegen möchte ich mich auch hier jetzt gleich verabschieden, aber vorher wollte ich euch ja noch sagen, nochmal zeigen, hier Harmonist des Dimensionskorridors, hier steht Smooth, hier steht aber nicht mehr, welcher das ist.
Ihr rennt also gegen den Porter, um in den Dimensionskorridor reinzukommen und wisst dann, hey, Smooth ist Level 65. Und Dimensionseroberer, so heißt der Begriff, wie hier bei Smooth, ne? Hier auf der linken Seite steht dann Dimensionseroberer. Das heißt halt, der Gegner ist Boran der Eroberer. Und das ist der 55er in der Sturmbrille. Das heißt, jetzt hätten wir Pilzwald, der 65er. Und es kann auch schon mal vorkommen, dass man beide hat. Den 55er und 65er. Da empfehle ich euch, Quest nicht abzubrechen, um schneller zu dem anderen zu kommen. Das ist so mein kleiner Tipp und ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!